Was geht, liebe Freunde? Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Online. So, und in diesem Part reden wir mal über die aktuellen News, die es so in der Gaming-Welt gibt. Sind nicht viel, momentan ist einfach Dose da. Keine Ahnung. Man bekommt halt keine News, ne? Ein Affe. Nein! Nein! Ja, komm. Und zwar wurde von Rockstar Games, also die Entwickler von GTA, ein zweiter Teil von Red Dead Redemption. Sorry, ich kann es einfach nicht aussprechen. Redemption, keine Ahnung. Auf jeden Fall 2. Das wurde durch ein Artwork veröffentlicht auf Twitter. Und den ersten Trailer kriegen wir diesen Donnerstag. Oh, aua. Um 17 Uhr können wir uns den ersten Trailer von dem Spiel angucken. Ich bin wirklich gespannt, was das Spiel so zu bieten hat und was sich Rockstar Games so überlegt hat. Seid ihr auch gespannt? Das wäre cool. Ja. Aua. Ja, dann kann ich euch gleich fragen, was denkt ihr, wann das nächste GTA 6 dann wohl vorgestellt wird? Und ob es dann zur Nintendo NX rauskommen wird. Also, war so klar. Also ich sag mal nein. Und durch aktuellen Gerüchten denke ich nicht, dass sie das da rausbringen, aber abwarten und Tee trinken. Ja, dann, genau, Xbox Scorpio verbesserte, also die verbesserte Xbox One mit halt viel, viel mehr, Alter, Hardware. Die sollen ja, also kann ja 4K angeblich. Das heißt angeblich, ist sicher. Nein! Ach man. Und jetzt, wo war ich denn? Aber also jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ja! Oh, ich bin der Beste. Boah, Alter, ich krieg gleich einen kompletten Raster. Ja, genau, die Xbox Scorpio. Alter, jetzt fällt sie wieder ein. Die Xbox Scorpio wird wahrscheinlich nur größere Entwickler für die entsprechenden Hardware und auch schönere Spiele entwickeln. Allerdings soll es dann mindestens für das Spiel 80 Euro kosten und ich denke mir so, what the fuck? 80 Euro für ein Spiel, das sagt ein Experte. Sicher ist eben noch nichts, aber er vermutet, dass nur die großen Studios das machen mit mehr Power. Und dafür auch mehr Geld natürlich verlangen, weil 4K braucht man natürlich schon viel Geld. Prozess ist zu einem Urteil gekommen. Nintendo gewinnt einen Prozess. Mal wieder. Diesmal in Deutschland. Und zwar klagt Nintendo gegen die SR-Tronics. Die haben Module entwickelt, die eben auch Spiele eine Raubkopie machen, also du kannst dir das Spiel auf dieses Modul draufladen und hast halt eben eine Raubkopie davon. Das, also es war ja ein jähriges Streit, ne, also ihr wisst, was ich meine. Und jetzt hat eben Nintendo gewonnen, denn das oberste Münchner Gesetz hat, Gesetz. Heute bin ich nicht in meiner Form. Komm raus, jawohl! Die haben halt eben gesagt, München hat gesagt, yo, Nintendo hat recht. Euch gehören die Rechte. Was für eine Strafe die zahlen müssen, wurde bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Ich hoffe, die müssen richtig viel Geld blechen. Und ja, Nintendos Anwälte sind halt eben die Besten. Sie gewinnen und gewinnen und oh! Und gewinnen. Ist das nicht schön? Ui. Ach ja. Dann noch ein NX-Gerücht. Das ist doch wunderbar. Findet ihr nicht? Doch, ich auch. Und zwar Bernard Good und Evil 2. Eine vertraute Quelle soll wissen, dass, jetzt passt gut auf, die beiden Teilen keinen Nachfolger bekommen.
sondern nur eine Neuauflage auf der Nintendo NX bekommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann hört man immerhin zwei. Ja, gut, aber. Ich weiß nicht. Würde sich jetzt noch jemand kaufen? Das ist halt die Frage. Wahrscheinlich ja. Aber halt nicht so viel, wenn es da neue Teile geben würde. Aber naja. So ist es eben, ne? Jo, mehr. Aber. Gerüchte. Gibt's auch nicht. Bloß, das hat eben. Oh. Aber das habe ich ja schon letzten Mal gesagt, dass die NX eben diese oder nächste Woche vorgestellt sein soll. Sicher. Ich glaube nicht, dass es da vorgestellt wird, weil. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube nichts. Oh, der eine steht einfach auf K. Danke! Gut, lass doch dann eine Bewertung da und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!